Das ist ja, das reicht ja nie. Diese eine Tonne CO2 einzusparen ist nicht genug. Das ist ein Angebot, da werde ich mal nachher gleich mitmachen. Top, die Wette gilt. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und ich bin zwar nicht Thomas Gottschalk, aber heute geht es trotzdem um eine Wette. Und ich freue mich sehr, dass es heute um eine ganz besondere Wette geht, nämlich um die Klimawette und was es damit auf sich hat. Das wollen wir heute ein bisschen klären und euch vor allem auch vorstellen. Ist ja auch vielleicht eine Sache, wo ihr gerne mitmachen wollt. Ist natürlich auch Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, dass viele Leute bei der Klimawette mitmachen. Worum es aber genau bei der Klimawette geht, das wird uns jetzt die Andrea erzählen. Hallo Andrea und hallo nach Berlin. Hallo Julian, danke für die Einladung. Ja, wir haben uns gerade schon hier amüsiert über den Gewitterschauer, der hier überall langzieht. Also draußen schüttet es aus Kübeln und unser Hund, der tappert hier ganz aufgeregt hin und her. Wenn es ein bisschen tappert im Hintergrund, dann ist das unser Hund. Andrea, Klimawette, top, die Wette gilt oder was muss ich darunter verstehen? Stell dich doch mal vor, bitte. Genau, ganz genau. Die Wette gilt mit uns allen, mit der gesamten Bevölkerung. Wir haben die Klimawette letztes Jahr im September ins Leben gerufen. Ich bin die Kampagnenleiterin, seit Oktober dabei. Und genau, betreue die Klimawette, wenn es jetzt darum geht, neue Ehrenamtliche mit an Bord zu holen, aber auch neue Kampagnenbausteine zu etablieren. Jetzt zum Beispiel kommt jetzt nächste Woche das CO2-Battle, worauf wir uns alle freuen können. Da kann ich aber später nochmal mehr zu sagen. Und genau, die Klimawette wurde initiiert, eigentlich mit der, wie soll man sagen, die Inspiration war natürlich Fridays for Future, dass die es geschafft haben, 2019, wir erinnern uns alle, über 1 Million Bürger und Bürgerinnen in Deutschland auf die Straßen zu holen, weltweit natürlich auch. Und dann irgendwie kam Corona und die ganze Klimaschutzbewegung, als auch Klimaschutz im Thema Politik und was es bis dahin alles geschafft hatte, wurde so ein bisschen ausgebremst. Und die Idee mit der Klimawette ist tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder einen neuen Schwung an Optimismus, den Krisenmodus irgendwo beenden und die Leute wieder von zu Hause aus ermöglichen, aktiv für den Klimaschutz etwas zu tun. So, Klimawette heißt, es muss irgendeinen Wetteinsatz geben. Worum geht's eigentlich? Genau, die Wette ist, dass wir sagen, wir wollen bis zur kommenden UN-Klimakonferenz, die im November ist, mindestens 1 Million Menschen gewinnen, die pro Person eben mindestens eine Tonne CO2 einsparen oder eben durch klimafreundliche Alltagshandlung noch mehr. Und die Wette ist im Endeffekt, dass wir sagen, wir glauben so ein bisschen, also man kann es vielleicht vergleichen wie so zwei Kinder, die an einem Fluss stehen und sich gegenseitig sagen, hey, ich wette, ich schaffe es, über den Fluss zu springen. Und das eine Kind sagt, nee, ich glaube, du schaffst es nicht. Und das andere Kind sagt, doch, ich mache es jetzt einfach. Und genau das ist so auch die Prämisse der Klimawette. Wir sagen, wir machen es jetzt einfach, auch wenn vielleicht viele Leute sich denken, uff, ihr habt ja ein ganz schönes, ambitioniertes Ziel euch gesetzt, aber wir glauben, dass wir das schaffen können. Und letztlich hast du ja schon gesagt, was so ein bisschen die Gegenwette ist, ne? Wenn es nicht klappt, dann besteht die Gefahr, dass wir irgendwie alle ins Wasser springen müssen, durch steigende Meeresspiegel oder irgendwelche anderen eben Naturkatastrophen, die kommen. Klar, also das Thema ist ernst. Wir wollen es auch hier natürlich auf gar keinen Fall irgendwie ins Lächerliche ziehen. Das Thema ist sehr, sehr ernst. Andrea, eine Tonne CO2, weiß ich gar nicht so. Ist das viel? Ist das wenig? Kannst du das irgendwie vielleicht mal ein bisschen für unsere Zuschauer ins Verhältnis setzen, vielleicht zu dem, was wir beide oder wir Deutschen so jährlich an CO2 raushauen und vielleicht andere Menschen irgendwo auf der Welt? Ja, na klar. Also im Grunde genommen eine Tonne vergleichen wir immer ganz gerne mit gefahrenen Autokilometern, weil das für viele einfach ein messbarer, vergleichbarer Wert ist. So ist zum Beispiel eine Tonne, die man einspart, sind ungefähr 5000 gefahrene Autokilometer. Und wenn wir jetzt überlegen, also laut Umweltbundesamt, wenn man dort mal den CO2-Rechner macht, der Durchschnittsbürger oder Durchschnittsbürgerin verbraucht 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Um eigentlich das Paris-Ziel beziehungsweise die 1,5 Grad einzuhalten, müssten wir alle so bei 2 Tonnen eigentlich sein. Also ich sag mal so, eine Person, die vielleicht schon wirklich bewusst lebt, weniger Fleisch konsumiert, öffentliche Verkehrsmittel nutzt und nicht immer, sage ich mal, bis zum Limit lebt, schafft es so auf 5 bis 7 Tonnen. Das ist schon ein guter Durchschnitt. Aber die meisten liegen tatsächlich dann doch drüber. Jetzt durch Corona hat sich natürlich nochmal einiges geändert, weil viele jetzt ja auch nicht mehr fliegen. Das kommt ja noch hinzu. Aber das sind ungefähr so die Werte, mit denen man da rechnen kann, genau. Das heißt also roundabout, ich sage jetzt mal so ganz grob, geht es bei euch darum, mal zu versuchen, etwa 10% seiner CO2-Emissionen etwa mal
runterzukriegen. Jetzt gibt es ja eine Fülle an Webseiten, wo man nachgucken kann, was kann ich tun, um meinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Du hast ja auch den CO2-Fußabdruckrechner vom Umweltbundesamt angesprochen, den wir auch schon mal hier bei uns auf dem Kanal mal angesprochen haben. Da kann man ja dann auch direkt sehen, du hast es angesprochen, ne? Kleidung, Ernährung, Mobilität, Heizen, Strom und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja noch Leute, die sagen, oh, ich habe aber schon wirklich irgendwie echt viel gemacht und ich habe viel getan. Ihr bietet auf eurer Webseite so Projekte an, an denen man sich beteiligen kann, um diese Tonne CO2 einzusparen. Kannst du vielleicht mal so zwei, drei dieser Projekte vorstellen? Na klar, sehr gern. Ich würde vorab noch gerne Bemerkungen machen. Und zwar, natürlich sind wir uns bewusst, diese eine Tonne CO2 einzusparen, ist nicht genug. Das wissen wir alle, auch wenn wir die Wette gewinnen. 1 Million Tonnen sind nichts im Verhältnis zu dem, was wir global emittieren pro Jahr. Also es geht nochmal darum, dass diese Protesttonne, diese eine Tonne CO2, die wir mit der Klimawette als Schippe oben drauflegen, das ist wirklich das Zeichen, ich möchte etwas in diesem Jahr trotz Corona beim Klimaschutz als Protestaktion machen. Also nur, um das nochmal klarzustellen. Und genau wie du gerade gesagt hattest, passiert das bei uns eben darüber, dass man diese Tonne bei Klimaschutzprojekten kompensiert. Wir selbst als Klimawette haben uns festgelegt, kein eigenes Projekt zu haben, sondern wir kooperieren mit Kompensationsdienstleistern. Das sind aktuell Partner wie MyClimate, Atmosphäre, Prima Klima, Klima Kollekte, aber eben auch kleinere wie Fairventures oder eben Compensators, von denen du auch schon gesprochen hattest. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf erneuerbare Energien das anspreche, dann haben wir zum Beispiel das Projekt von MyClimate, die im Endeffekt mit den gespendeten Geldern Solarpanels in Äthiopien etablieren, also dort den Menschen vor Ort einfach wirklich nachhaltigen Strom schaffen. Und das ist an sich ja schon ein total zentrales Thema. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass natürlich nicht nur bei uns erneuerbare Energien gefördert werden, sondern es ist ja auch toll, wenn wir es anderswo direkt fördern können. Und damit tut man auf jeden Fall nicht nur Lebensqualität den Menschen vor Ort schaffen, sondern eben auch etwas für den Umweltschutz. Und darüber hinaus haben wir dann eben zum Beispiel das Projekt von den Compensators. Das ist ein Projekt, das in Europa oder beziehungsweise in Deutschland angesiedelt ist, wo wir sagen, bei uns kann man quasi durch die Tonne, die man eben an Compensators spendet, wird eine Tonne CO2 aus dem Zertifikatmarkt rausgenommen, also stillgelegt. Dazu gibt es auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal eine Diskussionsrunde. Da wird das alles nochmal genauer erklärt, da der Prozess etwas komplizierter ist. Aber das ist nochmal ein zweites Projekt. Und ein drittes Projekt, was man noch nennen kann, ist natürlich klassisch die Aufforstung. Da haben wir zwei Anbieter, die im Endeffekt sich um die Aufforstung von Regenwäldern beschäftigen. Klar, das Thema CO2-Kompensation ist ja zum Teil auch ein bisschen umstrittenes Thema. Das wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen. Auch zu den Compensators, was ich persönlich einen sehr coolen Ansatz finde, bringen wir demnächst auch noch mal ein Video. Da sind wir auch gerade dabei, mit der Crew, dem Team von Compensators ein Video zu planen und auch dann zu machen. Okay, also bei euch läuft es über diese Schiene. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, in Anführungszeichen, ich meine, über Geld spricht man nicht gerne, aber man muss es dann doch ab und zu mal tun. Was kostet das zum Beispiel, wenn ich bei diesem Projekt mit den Solarpanelen in Äthiopien meine Tonne sozusagen bei euch kompensieren Also möchte? bei uns ist es so, dass die Tonnen alle gleich gehalten mit 25 € sind. Jetzt in die Tiefe genau, was es dort vor Ort im Projekt kostet, das liegt bei dem Projektpartner tatsächlich. Also wir haben mit denen quasi abgemacht, dass wir, oder wir haben, der Fachbeirat der Klimawette hat so die Projekte ausgesucht, dass wir messbar eine Tonne ungefähr 25 € vermeiden können. Das heißt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir wollen pro Projekt auch 10.000 Tonnen einsparen, wenn wir also ungefähr, also wir wollen ja 1 Million Menschen gewinnen, das heißt, wir können mehr als diese 6 Klimaschutzprojekte unterstützen, die wir aktuell haben. Also wenn jedes der Projekte 10.000 Tonnen geschafft hat, werden wir auch neue Projekte reinholen. Und da können wir auch wieder weitere Projekte mit einbeziehen, vielleicht auch regionalere Europa, die oder meinetwegen Nordamerika, wo auch immer, die jetzt zum Beispiel auch noch mehr einen Fokus auf erneuerbare Energien setzen oder meinetwegen auch E-Mobilität. Also das wäre natürlich auch spannend. Andrea, wo steht ihr denn jetzt? Ich meine, die nächste Klimaschutzkonferenz, die steht ja dann schon quasi vor der Tür, muss man ja schon fast sagen. Wie sieht's aus? Wo steht ihr? Also wir haben Stand heute 233 Tage bis Glasgow und wir haben jetzt ungefähr, was heißt ungefähr, auf der Webseite kann man es genau nachgucken, wir haben 2705 Teilnehmerinnen, die schon gesagt haben, ich nehme meine Verantwortung selbst in die Hand und lege diese Schippe oben drauf. Wir haben Ende Januar damit über 110.000 € Spendeneinnahmen erzielt aus der Mitte der Gesellschaft für besseren Klimaschutz. Und wenn wir die Wette gewinnen würden, wären das 25 Millionen Euro aus der Mitte der Gesellschaft und die würden wir nach Glasgow senden. Das ist schon echt ein starkes Signal, aber deswegen freue ich mich auch, dass wir heute nochmal sprechen, denn wir brauchen auf jeden Fall in den 233 Tagen geballte Power. Wir müssen, dass die Leute das weitertragen und uns unterstützen, dass die Klimawette auch gewonnen wird. Dann mal an der Stelle schon mal den Appell an euch da draußen, wenn ihr das auch klasse findet, dieses Projekt, und sagt, da mache ich mit.
Dann geht auf die Webseite. Andrea, wie heißt die Webseite? Die Webseite heißt ganz einfach www.dieklimawette.de und für Genau, alle na. Englisch sprechenden /en. Okay, und da könnt ihr dann mitmachen. Und ganz wichtig ist, ihr müsst es auch weitererzählen. Ich glaube, das ist auch so, das ist ein ganz entscheidender Punkt, Andrea, so ein bisschen dieser Schneeballeffekt, hier mal im Positiven genannt. Man könnte ja jetzt sagen, ha, ihr habt jetzt gerade mal, was weiß ich, 5000 Leute. Das ist ja, das reicht ja nie. Aber wenn jeder von denen zwei überzeugt mitzumachen und die wieder zwei weitere, dann ist das ja so eine exponentielle Steigerung. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, worauf ihr hofft, ne? Dass jeder das kräftig teilt, was er heute zum Beispiel hier sieht oder was er auf der Webseite sieht und es dann immer schneller vorangeht. Ganz genau, das ist das Einzige, was wir aktuell tun können. Wir stehen zumindest trotz Corona noch mit unseren engsten Bekannten, Freundinnen, aber auch Kolleginnen im Austausch. Und wie du gerade schon sagtest, exponentieller Wachstum. Wenn wir jetzt, Stand heute, wenn ab jetzt zwei Leute gewinnen würden, hätten wir in 20 Runden schon die Millionen. Also das wäre auf jeden Fall ein extrem schneller Effekt, den wir natürlich jetzt versuchen zu nutzen und natürlich auch ins Positive umzumünzen. Ne? Wir haben das jetzt alle mit Corona gesehen, was ein Faktor R von 2 bedeutet, aber das können wir auch auf Klimaschutz übertragen und das wollen wir damit eben versuchen. Was ich sehr cool finde bei euch auf der Seite ist, es gibt da so eine Art Weltkarte, die man aufrufen kann, wo man sich auch selbst, wenn man bei euch mitmacht, ich habe das auch gemacht, eintragen kann, so ein Pin dort setzen kann und gucken kann, was hat derjenige dort gemacht. Ist auch, finde ich, eine tolle Motivation, dass man sieht, hey, meine Nachbarn sind auch schon dabei, dann muss ich mal jetzt auch langsam ran. Ich habe gesehen, ihr habt auch super viele Partner gewonnen, die bei eurem Projekt mit ihrem Logo auf der Webseite auftauchen. Magst du vielleicht so von euren Partnern noch mal so zwei oder drei vorstellen, denen du dich besonders gefreut hast, dass sie mitmachen? Ja, na klar. Also wir freuen uns natürlich erstmal über alle For Future Gruppen, weil wir wollen natürlich auch diese Bewegung, die 2019 hinbekommen haben, damit weiterführen durchs Netz. Also wir haben jetzt quasi die Omas und Parents for Future an Bord. Wir haben auch auf den sozialen Medien einzelne Ortsgruppen von Fridays for Future, die uns quasi teilen und verbreiten. Wir haben German Zero mit an Bord, ein super wichtiger Kooperationspartner meiner Meinung nach, da sie ja den Klimaplan für Deutschland schreiben und damit auf jeden Fall auch das gleiche Ziel haben wie wir, nämlich unter 1,5 Grad zu bleiben beziehungsweise es einzuhalten. Wir haben verschiedene Unternehmensverbände, zum Beispiel jetzt Baum e.V. oder jetzt heißen sie ja neu, nicht mehr Unternehmensgrün, mir fällt gerade genau der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, glaube ich, so heißen sie jetzt. Und ganz viele kleinere Initiativen, aber dann aber auch den CO2-Kompass. Wir haben die erste Stadt mit an Bord, also an der Stelle auch nochmal ein Gruß nach Aachen. Mit der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen haben wir die erste Stadt, die quasi mit drei weiteren, also noch die eine Weltregion Aachen und noch die regionale Resilienz als Bündnis haben sie zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen unseren Anteil zur Million dazugeben, sprich 3000 Aachener und Aachenerinnen. Und an der Stelle sind dort auch nochmal alle anderen Städte aufgerufen, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Ihr könnt die Millionen quasi dadurch runterbrechen. Es ist ein bisschen einfacher in Häppchen und machbare Ziele runterzubrechen, weil 3000 Aachenerinnen im Vergleich zu 1 Million Menschen klingt ja schon wieder ein bisschen machbarer, ne? Definitiv, ja. Also coole Sache. Ich finde es ein ganz tolles Projekt. Ich finde euer Engagement ganz klasse. Ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen, dass es klappt. Deswegen unter anderem der Hauptgrund dieses Videos, das müssen wir schaffen, 1 Million Leute zusammenzukriegen. Das sollte möglich sein. Andrea, habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, dich zu fragen? Oder möchtest du noch was ganz Wichtiges an der Stelle nochmal als Appell oder an Info hier raushauen? Ja, sehr gern. Ich würde jetzt gerade diesen Spoiler-Moment gerne nutzen können, denn wir starten nächste Woche unser CO2-Battle. Das heißt, dass wenn quasi du, Julian, jetzt mitgemacht hast, bekommst du auch schon als bereits mitgemacht da, aber wenn du neu mitmachen würdest, kriegst du in der Bestätigungsmail einen Code zugeschickt, beziehungsweise einen personifizierten Link. Und wenn du den dann an zwei Freunde, bekannte Kolleginnen schickst und die darüber teilnehmen, bekommst du Punkte im Battle und du kannst aufsteigen und so eben Punkte gewinnen und vom Klimaheld zum Champion bis zum Klimakönig werden und die, sage ich mal, engagiertesten 10 Verbündeten beziehungsweise die engagiertesten 10 Klimawetteiferer nehmen wir auch mit nach Glasgow, wenn wir die Wette gewinnen. Das ist ein Angebot. Da werde ich mal nachher gleich mitmachen. Dann zwinker ich mal meinem Kollegen Steve zu, der hier gerade die Technik macht. Er zwinkert zurück. Du kriegst einen Link von mir. Ihr könnt ihn ja jetzt nicht sehen. Andrea, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, euer Projekt hier bei uns vorzustellen. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube, wir drücken uns mal alle gemeinsam die Daumen, dass das klappt. Und ja, wie gesagt, euch viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Top, die Wette gilt. Alles klar, Andrea. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.